Für die FDP-Fraktion hat sich Ihr Vorsitzender Herr Rock zu Wort gemeldet. Er hat ja schon darauf hingewiesen, früher war Haushaltsdebatte irgendwie etwas Besonderes, und dann fand die natürlich auch zur Primetime-Zeit statt. Dann war das vielleicht dienstags um 14 Uhr oder um 15 Uhr oder vielleicht mal mittwochs morgens. Jetzt machen wir aus der wichtigsten Debatte im Hessischen Landtag eine Late-Night-Show. Vielen Dank an die Koalition, dass das so gekommen ist. Zum Großteil wahrscheinlich außerhalb der Wahrnehmung der interessierten Öffentlichkeit. Und das ist auch ein Symbol, wie Sie mit dem wichtigsten Recht dieses Parlaments umgehen, sehr geehrte Damen und Herren von Schwarz und Grün. Aber über Stilfragen und Umgang miteinander brauchen wir in diesem Hessischen Landtag gerade nach der letzten Sitzung kaum noch zu reden. Und wir haben ja schon ein paar Vorboten auch in den Ausschussberatungen wieder gehabt. Und auch hier hat man so den Eindruck gehabt, dass es mal wieder kurz davor war, auch ein bisschen komisch zu werden. Ich bin mal gespannt, wie diese 4 Tage jetzt hier verlaufen, ob es wirklich besser wird, wie der Präsident sich das gewünscht hat. Meine Hoffnung ist ein Stück weit begrenzt. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, nach der kleinen Vorrede jetzt zum Haushalt. Hessen braucht einen krisenfesten und zukunftsfesten Haushalt. Und deshalb muss natürlich auch die Politik zukunftsorientiert und krisenfest sein. Wir erleben ja jetzt schon seit 7 Jahren Schwarz-Grün hier in diesem Hessischen Landtag. Und ich muss sagen, diese großen Elogen, die man lesen konnte vor 7 Jahren, diese gefühlte, aber nie angekommene schwarz-grüne Aufbruchstimmung, dieses ja fast gebetsmühlenartige Wir führen zusammen, was nicht zusammengehört, wir führen zusammen Ökologie und Ökonomie, und es wird hier ein neues Hessen entstehen, und wir werden Vorreiter und Vorbild in ganz Deutschland sein, in der Ökonomie, im Wachstum und in dem Klimaschutz. All das wurde uns vor 7 Jahren versprochen. Ich kann nur sagen, schwarz-grüne Aufbruchstimmung ist kollidiert mit der Realität in Hessen, und es bleibt wenig übrig, meine sehr geehrten Damen und Herren. Übrig bleibt eine uninspirierte, pragmatische Zweckehe, die sich mit aller Gewalt an die Macht klammert. Und da ist jedes Mittel recht. Heiligt der Zweck die Mittel. Und das hat ja hier der Kollege Wagner zu seinen Ausführungen zum Sondervermögen noch einmal deutlich gemacht. Verfassung, was soll der Landtag, Haushaltsrecht? Es muss jetzt gehandelt werden. Das sind nicht die Reden, die Demokraten in Parlamenten halten sollten, sondern Demokraten in Parlamenten sollten an der Verfassung, an dem Haushaltsrecht des Parlaments und an den Regeln, die wir gewohnt sind, festhalten, weil das ist die Stabilität in einer parlamentarischen Demokratie, sehr geehrte Damen und Herren. Und natürlich hat diese Zweckehe keinen Kompass mehr. Sie hat keinen roten Faden, falls sie je einen hatten. Sie haben auch keine Gemeinsamkeiten mehr. Es werden hier zwei nebeneinander Haushaltsgeräte gehalten, die eigentlich gar nicht korrespondieren. Da gibt es vielleicht 2, 3 Haushaltsstellen. Manche habe ich schon zum 10. Mal hier im Hessischen Landtag gehört. Und da ist nichts Neues. Da ist auch kein gemeinsames Projekt mehr. Da ist keine gemeinsame Vorstellung mehr von Hessen. Da ist nichts zu sehen. Und das ist sehr schade für unser Land, weil da hat natürlich Matthias Wagner recht gehabt. Die 20er Jahre dieses Jahrhunderts sind entscheidend für die Entwicklung unseres Landes. Und da hat man eine solch unambitionierte Regierung. Das ist schade für Hessen. Ja, manchmal tut er mir leid, Herr Ministerpräsident, den ich ja selbst schon gewählt habe und den ich persönlich auch sehr schätze. Mit seinem Personal hat er es halt wirklich nicht einfach. Also, die Kollegin Hinz, da haben wir ja schon den Rücktritt gefordert. Das war ein unsägliches Bild, was wir bei dem Fleischskandal hatten. Das ist bis heute immer noch nicht die Erkenntnis
von eigener Verantwortung angekommen ist, bis heute noch nicht angekommen, was sie damals falsch gemacht hat. Sie deutet immer mit dem Finger auf andere. Den Kollege Klose, der ist natürlich jetzt krank zu Hause, da möchte ich jetzt nicht so hart sein, aber das habe ich schon an anderer Stelle gemacht. Ich glaube, in vielen Bereichen ist er seiner Herausforderung nicht gewachsen. Das ist nun mal so in dieser Regierung. Das sind zwei Schwachpunkte, Herr Ministerpräsident. Da sind Sie natürlich selbst in der Verantwortung. Dafür sind Sie Ministerpräsident. Frau Sinemus, ich finde Sie sympathisch und nett, aber Sie ist als Digitalisierungsministerin überhaupt nicht sichtbar. Sie findet nicht wirklich statt hier. Digitalisierung ist ein Schild an der Wand, aber ansonsten kann man davon wenig erleben, jedenfalls nicht die Transformation unserer Gesellschaft in die digitale Zeit. Aber ganz besonders hart trifft uns natürlich, dass es auch Minister gibt, die überhaupt nicht krisenfest sind. Und da haben wir unseren Bildungsminister leider erlebt. Die Situation in den Schulen ist keinesfalls so, wie der Ministerpräsident das dargestellt hat. Wir wären gar nicht in der Lage, Distanzunterricht in den hessischen Schulen umzusetzen. Schon gar nicht flächendeckend, Herr Ministerpräsident. Da sollten Sie mal genauer sich informieren vor Ort, welche Schule denn tatsächlich in Hessen tatsächlich vollständig Distanzunterricht in einer gewissen Qualität überhaupt abhalten könnte. Da ist unfassbar viel zu tun. Und da hat auch der Kultusminister seine Hausaufgaben seit Jahren nicht gemacht. Und er hat sie vor allem auch hier in der Krise nicht gemacht, sehr geehrte Damen und Herren. Tarek Al-Wazir ist ja heute schon von meiner Vorrednerin Nancy Faeser gewogen und gewichtet worden und als zu leicht befunden. Dem Urteil kann ich mich in dieser Krise insbesondere Weise anschließen. Ich komme an anderer Stelle noch zu einzelnen Punkten, aber auch Tarek Al-Wazir bleibt viel und weit unter den Erwartungen und den Vorschusslorbeeren, die er eingeheimst hat. Da hätte ich viel, viel mehr erwartet. Und dass ein grüner Minister Wirtschaft kann, ich glaube, das glaubt in Hessen kaum noch jemand, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, so hat der Ministerpräsident eine Truppe zusammen. Und ich finde, damit tut er sich auch nicht leicht. Und so symbolisch, es ist ja heute schon mal zur Sprache gekommen, dieses Aufzugsfoto, wo man so zusammenkommt. Und das ist so symbolisch für diese Regierung. Man will was Gutes tun, aber es klappt halt nicht so richtig. Und man stolpert so durch diese Krise hindurch. Und ich kann es nur mal an 3, 4 kleinen Beispielen deutlich machen, was Menschen oder auch was mich so zum Teil wirklich ärgert und fassungslos macht. Die Eintracht spielt mit Zuschauern oder ohne Zuschauer. Das ging 3 Tage hin und her. Oder diese ganze Frage, Schule auf, Schule zu, auch Schule auf, Schule zu. Oder die Kita auf, Kita zu, Luftfilter in Schulen ist totaler Quatsch. In der Staatskanzlei stehen sie dann. Das Kultusministerium sagt, so etwas brauchen wir nicht, macht das Fenster auf. Dann erklärt der Kultusminister, er stellt 100 Millionen zur Verfügung. Dann sind es nur 65. Da kann ja kaum ein Landtagsabgeordneter bei diesen Pirouetten noch folgen, die diese Landesregierung hier abhält. Ich frage mich, was die Bürgerinnen und Bürger davon draußen halten. Und ja, sie sonnen sich in guten Umfragen, habe ich so den Eindruck. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das dann auch noch in einigen Jahren so ist, keine Ahnung. Ich kann nur sagen, sie sollten sich nicht darauf ausruhen, weil ich habe so den Eindruck, dass zumindest es Gruppen in der Bevölkerung gibt, die sich von ihnen nicht mehr vertreten fühlen. Und es gibt auch Menschen, die vielleicht mal zur Kerngruppe unserer Gesellschaft gehört, oder die gehören zur Kerngruppe unserer Gesellschaft, die sich nicht mehr in dieser Landesregierung verstanden fühlen. Und da haben wir natürlich auch Gruppen, die sich in so einer Art Bürgerinitiative zusammengefunden haben, zum Beispiel die Familie in der Krise. Wenn Sie mit den Menschen sprechen, die sich dort zusammengefunden haben und ihre Schicksale und ihre Herausforderungen schildern, wenn die sagen, wie es denn wirklich ist, und wenn sie sagen, wie sie mit den öffentlichen Gesundheitsdiensten sich herumstreiten müssen, wie schwierig es ist, die Betreuungssituation darzustellen und wie wenig Verständnis die Interessen der Familie am Ende in den Abwägungen der Landesregierung, zumindest aus deren Empfinden und Sichtweise dann stattfinden. Das sind einfach Themen, darüber müssten Sie sich Gedanken machen. Da müssten Sie viel enger und viel mehr mit diesen Menschen kommunizieren. Sie müssten die mitnehmen und müssten ihre Bedenken endlich mal ernst nehmen. Dann würden Sie eine gute Politik machen. Das machen Sie leider nicht. Und das finde ich sehr schade, weil diese Menschen haben die Aufmerksamkeit nicht nur der Opposition, sondern auch der Regierung verdient, sehr geehrte Damen und Herren. Und wenn ich die Freunde sehe bei Alarmstufe Rot, Menschen, die
nicht nach 7 Tage oder nach 5-Tage-Woche gefragt haben, die schon immer wissen, dass man 6-7 Tage die Woche arbeitet, die Kulturschaffende sind, die vielleicht mit einem kleinen Budget auskommen müssen, aber glücklich sind, weil sie ihren Lebensinhalt zum Beruf machen konnten, die jeden Tag rausgehen und arbeiten, die jetzt ihre Existenzgrundlage entzogen bekommen haben. Oder Menschen, die sich was aufgebaut haben in der Veranstaltungsbranche, in der Messebranche, die ihre Existenz verlieren von jetzt auf gleich und wo Sie als Landesregierung nebendran stehen und sagen, ich war ja dabei, als Tarek Al-Wazir bei einer Veranstaltung dabei war, ja, da muss der Bund was machen, da sind wir nicht zuständig, da können wir leider nicht helfen. Das sind so Momente, wo ich wirklich denke, da müssten Sie mit solchen Menschen, die Steuern bezahlen, die kämpfen, die nicht fragen, was kann der andere, der Staat für mich tun, die eigentlich nur arbeiten wollen und die jetzt völlig unverschuldet in so eine Krise hineingestoßen worden sind und jetzt nun mal den Preis bezahlen, das haben andere für sie festgelegt, die sind dieser Krise komplett ökonomisch ausgeliefert und auch da hätte ich mir einfach viel mehr persönliche Ansprache und viel mehr Hilfe erwartet, auch direkt von der Landesregierung, die Möglichkeiten hätten sie ja und das ist auch etwas, was mir in der Seele wehtut, wenn man sich mit diesen Menschen unterhält, die Tag und Nacht gearbeitet haben und die jetzt vom Nichts stehen, jahrelang sich was aufgebaut haben und alles weggenommen bekommen haben. Das tut in der Seele weh und auch da, finde ich, sind sie einfach zu weit weg von den Menschen, sehr geehrte Damen und Herren. Und wir steuern ja auf die größte Wirtschaftskrise zu, die wir in der Existenz der Bundesrepublik je hatten. Die größte Wirtschaftskrise und das wird eine sehr große Herausforderung, die zu bewältigen. Und in einem wirtschaftsstarken Land ist das besonders herausfordernd. Und unsere Industrie wird hart betroffen sein, aber ganz besonders der Herzmuskel und der Motor des Reichtums in unserem Bundesland, der Frankfurter Flughafen mit seinen Zehntausenden von Arbeitsplätzen, mit dem größten Arbeitgeber in Hessen, das sind einfach Schlüsselthemen, die wir bearbeiten müssen. Und ich erinnere mich an eine Regierungserklärung des Wirtschaftsministers, in der diese Themen mal vielleicht als Bagatelle am Rand eine Rolle gespielt haben, aber nicht eine zentrale Aufgabe sind, in die man sich als Landesregierung engagiert. Und darum, Sie müssen bei dieser Wirtschaftskrise endlich den richtigen Modus finden und einfach ein Weiter-so und ein bisschen Schulden machen. Sie müssen mal auf diesen Krisenmodus irgendwann umschalten in Ihrer Politik und mal weggehen von dem, na ja, da ist halt noch ein bisschen Krise, da haben wir unseren Schulden vorgemacht, wenn es irgendwo ganz schlimm wird, dann nehmen wir mal 100 Millionen raus, schieben die hin, ansonsten machen wir das, was wir immer gemacht haben. Das ist die falsche politische Ausrichtung, sehr geehrte Damen und Herren. Krisenmodus. Krisenmodus heißt eben nicht ein Schuldenvermögen anlegen, dann daraus irgendwelche Dämmung von Forsthäusern, Ökolandbau zu fördern und am Ende kein Geld für Pharmaunternehmen haben, die wichtige Medikamente herstellen könnten in Hessen, um Leben zu retten. Dafür haben Sie kein Geld, aber für die Forsthäuser, dafür haben Sie Geld. Und da kann ich Ihnen nur sagen, für die Krise die völlig falschen Schwerpunkte, sehr geehrte Damen und Herren. Und natürlich ist es so, Ihre Zweckehe braucht natürlich Substanz. Und die Substanz ist natürlich das Geld, dass für jeden auch genug Geld für seine Lieblingsprojekte zur Verfügung stehen. Sonst klappt ja so eine Zweckehe nicht mehr, sondern jeder muss seine Spielwiesen bedienen können. Und dann braucht man natürlich für diese Zweckehe Geld für den grünen Partner, der seine Wohlfühlprojekte ja egal wie unbedingt umsetzen möchte, egal wie groß die Krise ist. Und wie macht man das am besten? Und man macht es über Schulden. Jetzt haben Sie natürlich das Problem gehabt, dass das größte politische Symbol, und wir haben von Thomas Schäfer gesprochen heute schon, eines der größten politischen Symbole dieser hessischen Landesregierung und der CDU waren in den letzten Jahren immer die schwarze Null, es war immer das große Thema Schuldenbremse und ausgeglichener Haushalt. Da waren Sie doch alle dabei. Da waren Sie doch jahrelang bei jeder Haushaltsrede von Thomas Schäfer, waren Sie doch live dabei, dass das das wichtigste und größte Projekt der hessischen Landesregierung und der CDU in Hessen ist. Die schwarze Null, seriöse Haushaltsführung und das Einhalten der Schuldenbremse, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist doch Ihr Lieblingsprojekt. Das haben Sie jetzt für grüne Wohlfühlprojekte geopfert. Dieses Projekt haben Sie geopfert, dieses für Hessen wichtige Projekt haben Sie geopfert, damit Ihr grüner Koalitionspartner weiter Forsthäuser dämmen kann.
Das ist doch eigentlich, ich frage mich manchmal, lieber Kollege Bouffier, wenn Sie Ihre alten Reden lesen, oder manche Abgeordnete der CDU, wenn Sie Ihre alten Reden lesen zum Thema Schuldenbremse und heute hier stehen und sagen, ist doch nichts passiert, wir halten doch die Schuldenbremse noch ein, ist doch noch alles wie früher. Dass Sie das wirklich selbst glauben, kann ich mir nicht vorstellen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich will noch mal auch darauf abheben, warum ist diese Schuldenbremse denn so wichtig? Wofür brauchen wir denn diese Schuldenbremse? Sie war eine Lehre. Sie war eine Lehre aus der Finanzkrise. Wir sind aus einer Krise gekommen und haben als Lehre daraus gezogen, wir müssen dafür sorgen, dass wir nie wieder in so eine Schuldenkrise hineinkommen, weil eine Schuldenkrise ist eine Situation, wo wir dann am Ende feststellen müssen, dass der Staat womöglich handlungsunfähig wird, wenn er kein Geld mehr zur Verfügung hat, oder dass wir dann am Ende wieder Maßnahmen einschränken müssen, Steuern erhöhen müssen, dass wir all diese Themen dann wieder auf dem politischen Altar haben, wo wir entscheiden müssen, welchen Tod wollen wir sterben. Schulden sind die verbrauchten Chancen der jungen Generation. Das ist die verbrauchte Zukunft. Und das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Das war eine Frage der Gerechtigkeit für die Union und ist eine Frage der Gerechtigkeit für die Freien Demokraten. Und darum kann ich nur sagen, das ist eines der schlimmsten politischen Fehler und ein schlimmes politisches Umfallen, dass Sie die Schuldenbremse auf diesem Altar der Koalition geopfert haben. In dem Jahr 2020, in dem die viel beschworene Schuldenbremse endlich in Kraft getreten ist, im Jahr 2020, als diese Schuldenbremse, mehr als zwei Drittel der Hessen wollte, die ist 2020 in Kraft getreten, und da schaffen Sie als Union sie faktisch ab. Und sie wird wahrscheinlich nie wieder zurückkommen, weil wenn so etwas einmal aus der Welt geschafft ist, dann wird am Ende das Schuldenmachen weitergehen, bis am Ende dann die Haushalte nicht mehr leisten können und wir dann vor so einer Krise wieder stehen, wie wir sie schon hatten. Von daher ein ganz schlimmes Jahr für die Substanz und für die seriöse Finanzpolitik in unserem Land. Augenblick, Herr Rock. Herr Ministerpräsident, ich würde gerne dem Redner wieder zuhören können. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Darum haben wir uns, SPD und Freie Demokraten, sozusagen die letzte Möglichkeit gewählt, diesem falschen Handeln entgegenzuwirken. Wir sind vor den Staatsgerichtshof gegangen. Und wir sind nicht vor den Staatsgerichtshof gegangen, weil wir einfach die Regierung ärgern wollen, sondern wir sind vor den Staatsgerichtshof gegangen, weil es eben um viel mehr geht. Es geht eindeutig auch um die Zukunftschancen der jungen Generation. Es geht um die Haushaltsrechte in diesem Landtag. Und es ist für uns auch ganz klar, dass Sie das ohne Not getan haben. Es ist bis heute, und ich kann mich immer kaum auf dem Stuhl halten, wenn Matthias Wagner diese Halbwahrheiten vorträgt, wir haben einen Nachtragshaushalt vorgelegt, SPD und FDP, mit dem wir all diese Probleme und Herausforderungen ohne diesen Schuldenetat hätten lösen können. Und darum ist es falsch, was Sie sagen. Hessen ist handlungsfähig, und Hessen wäre handlungsfähig mit dem Nachtragsetat von SPD und Freien Demokraten. Und ich muss auch wirklich, da muss ich wirklich sagen, wenn ich das hier so höre, manchmal von den Kollegen der Grünen, auch von Matthias Wagner, natürlich ist es nicht Zufall, dass 2023 dieser Schuldenfonds festgelegt worden ist. Natürlich ist da Wahlkampf. Natürlich ist das eine Wahlkampfkasse, die Sie sich angelegt haben. Und dann seien Sie, wenn nicht so scheinheilig, dann stehen Sie dazu und versuchen Sie nicht, das hier irgendwie anders darzustellen. Sie missbrauchen die Krise und haben damit diesen Hessischen Landtag gespalten, ohne Not. Und die Verantwortung tragen Sie dazu. Und das werden wir auch überall sagen, wo es notwendig ist, damit es auch nicht in Vergessenheit gerät. Weil solche Manöver sind aus meiner Sicht, mir fällt jetzt nichts ein, für das ich nicht gerügt werde. Darum denken Sie sich einen hässlichen Begriff selbst aus. Und der ist dann auch von mir so gemeint, sehr geehrte Damen und Herren. Dann denke ich auch nur an die Rüge. Ich muss sagen, das ist mal eine ganz tolle neue Idee. Sie können mir ja den Begriff mal aufschreiben, Herr Ministerpräsident, den Sie sich da ausgedacht haben. Da bin ich mal gespannt drauf.
So, dann haben wir aber bei der Haushaltssituation ja, haben wir ja heute wieder von Matthias Wagner gehört, ja, die Einnahmen brechen weg und die Ausgaben explodiert und darum müssen wir zwingend so einen Schuldenetat haben. Wo brechen denn die Steuereinnahmen so komplett weg? Wo ist das denn? Also wir haben, wenn ich das richtig sehe, Steuerschätzung 29 Milliarden, wieder 200 Millionen drauf, 29,2 Milliarden. Also wo brechen denn massiv die Steuereinnahmen weg? Ich habe es noch nicht gesehen. Es sind natürlich weniger wie geplant. Klar, die Konjunktur ist ja zuerst mal im Eimer. Aber es ist doch nicht so, dass Hessen ins Bodenlose fällt. Sie haben in diesen 7 Jahren, in denen Sie regieren, mittlerweile Mehreinnahmen von, Sie haben 1/3 Mehreinnahmen als 2013. Was haben Sie denn mit all den Milliarden gemacht, die Sie seit 2013 mehr einnehmen? Also einen Posten kann ich Ihnen mal sagen. Und das war nicht, dass Sie nur Polizisten eingestellt hätten. Sie haben in diesen 7 Jahren, in denen Sie regieren, 16.000 neue Stellen geschaffen. Und zwar nicht nur bei Lehrern und Polizisten. Sie haben tatsächlich 16.000 neue Stellen geschaffen im Haushalt und dazu 700 Stellen in den Ministerien. 700 Stellen in den Ministerien zusätzlich geschaffen in den 7 Jahren. Das ist ein unvorstellbarer Personalaufbau, den Sie dort geleistet haben. Und dort ist Ihr Geld hingegangen. Das ist nicht in die Schulen gegangen. Das ist auch nicht in die Straßen investiert worden. Sie haben investiert in den Stellenaufbau in der Hessischen Landesverwaltung. Das kann man machen. Aber dann muss dann auch entsprechend die richtigen Investitionen kommen. Und da kann ich sagen, da könnte bei Schule deutlich mehr passieren. Und diese 700 Stellen in Ministerien, ich glaube, das ist etwas, das ich besonders wenig verstehen kann, weil das sind auch noch alles sehr hochdotierte Stellen und die werden dem Haushalt auch noch sehr lange erhalten bleiben. Von daher ist das hier keine nachhaltige Haushaltspolitik, die Sie abgeleistet haben, sondern Sie haben in guten Zeiten, und das kennen wir ja, dieses Sprichwort, Haushalte werden in guten Zeiten ruiniert. Sie haben den Haushalt mit hohen Belastungen, gerade im Personalbereich, ausgestattet. Und das holt Sie jetzt in der Krise ein. Und darum sind Sie natürlich auch nicht so handlungsfähig, wie es wäre, wenn Sie vernünftig gehaushaltet hätten in den letzten 7 Jahren, sehr geehrte Damen und Herren. Und ich habe ja gesagt, wir brauchen einen krisenfesten Haushalt. Was heißt das? Wir brauchen eine Betreuungsgarantie und wir brauchen eine Bildungsgarantie für die Schulen. Das heißt, wir müssen massiv in die Schulen investieren, dass sie auch weiter in der Lage sind, Unterricht anzubieten. Und sollten sie tatsächlich in die Situation kommen, dass kein Präsenzunterricht mehr möglich ist, dass die Schulen dann auch Distanzunterricht durchführen können, weil das können sie heute noch nicht im entsprechenden Maß. Da muss massiv investiert werden in die Schulen und genauso auch in die Hygienemaßnahmen in Kitas, bauliche Maßnahmen in Kitas, dass man dort auch die Abstandsregeln überhaupt einhalten kann, sehr geehrte Damen und Herren. Und ich höre jetzt immer so, na ja, die Novemberhilfen, der Ministerpräsident oder der Wirtschaftsminister haben sich ja schon auch so ein bisschen in dem Schatten gesonnt. Ja, wir haben jetzt den Lockdown beschlossen, aber jetzt haben wir die besonderen Novemberhilfen, in die eigentlich eine Entschädigung sind für die Menschen, die dort mit dem Berufsverbot belegt worden sind, was wir ja erst mal gar nicht schlecht gefunden haben, dass man sagt, man entschädigt jetzt mal auch die Leute, wenn man vielleicht auch die Instrumente ein bisschen zielgenauer wählen könnte. Aber jetzt höre ich plötzlich, na ja, also November, Dezember, Entschädigung, ja, aber das war ja eine irre Idee. Das war ja eine irre Idee. Das war ja unfassbar bezahlbar. Ab Januar ist das rum. Da machen wir mal wieder Entschädigung, da machen wir mal wieder Unterstützung auf kleinem Niveau. Das war irgendwie ein Fehler der Geschichte, dass wir gesagt haben, wir müssen die Menschen entschädigen, die wir vorher sozusagen durch unsere Maßnahmen daran gehindert haben, weiter Geld zu verdienen. Das war eine falsche Idee. Ich sage Ihnen, ich halte es immer noch für die richtige Idee, wie man das macht, in welchem Umfang. Darüber kann man gerne diskutieren. Aber es sind keine Almosen für die Leute, die Berufsverbot bekommen haben. Die haben eine Entschädigung verdient und nichts anderes, sehr geehrte Damen und Herren. Und wenn man dann sagt oder diesen unfassbaren PR-GAU anleiert und sagt, Novemberhilfen, und sie dann nicht im November auszahlt, also das ist ja wirklich Wahnsinn. Also zu sagen, ich nenne das jetzt Novemberhilfe, aber sie kommt erst im Januar. Da kann ich ehrlich sagen, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was den Bürgerinnen und Bürgern, die sich darauf verlassen haben, passieren konnte. Und auch da kann ich nur sagen, da müssten wir als Hessen vielleicht auch mal in die Bresche springen und aushelfen. Aber das ist für die Betroffenen natürlich unerträglich. Und auch die Abschlagszahlungen haben natürlich, das haben wir ja gesehen an den Zahlen, bei weitem das nicht auffangen können. Sehr geehrte Damen und Herren, da ist viel Vertrauen verspielt worden bei den Bürgerinnen und Bürgern.
Was ist noch notwendig? Die FDP hat einen Gesetzentwurf eingebracht, der wird jetzt noch einmal verfeinert, indem wir eben auch die Solo-Selbstständigen unterstützen wollen mit Landesgeld. Stimmen Sie diesem Gesetzentwurf zu? Da haben Sie mal eine konkrete Maßnahme, wo Sie den Menschen helfen können, den Kulturtreibenden. Das wäre eine gute Idee. Da haben Sie konkrete Maßnahmen. Ich höre ja immer von der Regierung, ihr müsst ja mal was vorschlagen. Hier haben Sie sogar einen Gesetzentwurf, dem Sie nur eine Mehrheit verhelfen müssten und Geld in dem Haushalt einstellen, um hier die Menschen in unserem Land zu unterstützen, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, dann haben wir noch die Herausforderung, die sich Sicherheit stellt. Wie können wir den öffentlichen Gesundheitsdienst noch fitter machen? Wie kann der mit einer einheitlichen Software ausgestattet werden? Wie können wir die flexibler machen bei der Personalgewinnung? Wie können wir sie unterstützen, dass sie ausreichend Personal bezahlen können? Wie können wir sie unterstützen, auch technisch unterstützen, dass sie die Quarantäne auch tatsächlich nicht mit so viel Personalaufwand durchsetzen und umsetzen können? Da gäbe es viele Investitionsmöglichkeiten, die dringend in der Krisenbewältigung vom Sozial- und Gesundheitsminister angeschoben werden müssten. Fehlanzeige aus unserer Sicht, völlige Fehlanzeige. Eine hessische Teststrategie, die sich auch ausreichend um Altersheime und gefährdete Bereiche kümmert. Auch da bräuchten wir mehr Geld. Und natürlich, wenn ich das sehe, und das tut mir immer noch in der Seele leid, ich muss es wieder sagen, Unternehmen wie Biotech aus Dreieich, die ein Medikament auf den Markt bringen wollen, das bei Corona hilft und die eine Unterstützung des Landes gebraucht haben. Wir haben ja gehört, ohne die 300 Millionen staatliche Unterstützung wäre vielleicht der Impfstoff noch nicht so schnell fertig geworden. Und da geht es um Leben und Tod. Und ich sage es noch einmal, Sie haben für alles Geld, Sie haben für jeden grünen Wunschbaum haben Sie Geld. Aber Sie haben kein Geld für wichtige Investitionen in Know-how, in Pharma, in lebensrettende Medikamente. Und das ist aus meiner Sicht ein Riesenfehler, den Sie hier als Landesregierung machen. Und der Ministerpräsident hat es gesagt. Ja, wir müssen die Herausforderungen der Zukunft annehmen. Wir müssen uns stellen, wir müssen voranmarschieren, müssen unsere Ideen platzieren. Wir dürfen nicht stehen bleiben, auch wenn Krise ist. Und natürlich ist es so, dass wir in Hessen in vielen Bereichen nur noch deutsches Mittelmaß sind. Nur noch deutsches Mittelmaß. Und früher haben wir Weltspitze mitgespielt. Jetzt sind wir deutsches Mittelmaß. Da müssen wir wieder raus. Und dafür müssen wir natürlich auch was tun. Und da vorhin, also als Matthias Wagner über Klimaschutz und hessische Landesregierung gesprochen hat, da musste ich ja, konnte ich ja kaum noch auf dem Sitz ruhig sitzen bleiben, lieber Matthias Wagner. Also, wenn es was gibt, wo diese Landesregierung nichts vorzuweisen hat, wirklich nichts, dann ist es beim Thema Klimaschutz. Also, sehr geehrte Damen und Herren, da ist ja so gut wie gar nichts passiert, sehr geehrte Damen und Herren. Der Ladenhüter der letzten Legislaturperiode, integrierter Klimaschutzplan. Wir haben mal gefragt, ob denn die Maßnahmen mal auch mit Einsparungszahlen hinterlegt worden sind und ob das mal evaluiert ist, was diese komischen Tickets gebracht haben oder ob das nur ein teures Wahlgeschenk war. Man hat Klimaschutz draufgeschrieben, Riesenmitnahmeeffekt und Ballungsraum seine Wählerklientel bedient. Ob das vielleicht dann auch Klimaschutz ist? Wenn das so wäre, okay, dann haben Sie vielleicht einen ersten Treffer gelandet. Aber ich kann Ihnen sagen, lieber Matthias Wagner, Sie haben ja über Fakten gesprochen. So wie Sie Fakten hier darstellen, und Sie sind intellektuell genug, um zu erkennen, dass Sie die Menschen damit manipulieren. Wenn Sie hier vorne stehen und sagen, 50% der erzeugten Energie in Hessen ist mittlerweile regenerativ. Ja, kann man so darstellen. Sie haben aber vergessen und haben bei den Menschen impliziert, oh, wir sind ja riesenweit, wir haben ja super was geschafft. Aber dass wir 40 Terawattstunden Strom verbrauchen oder rund 40 Terawattstunden Strom, dass 20 aus Biblis kamen und 20 vom Standort Staudinger, dass Biblis ist ganz aus und Staudinger ist faktisch aus, dass wir eigentlich den gesamten Strombedarf Hessens importieren mit NRW Braunkohlestrom, das haben sie verschwiegen. Und das bisschen, was in Hessen erzeugt wird, das bisschen mit ein paar Müllkraftwerken und ab und zu eine Stunde Staudinger. Davon machen Sie jetzt die Hälfte mit Windrädern. Und wenn Sie ehrlich wären, würden Sie sagen, dass Sie den Durchschnitt von 2% des Endenergieverbrauchs durch Windkraft, den wir in Deutschland haben, in Hessen deutlich unterschreiten. Sehr geehrte Damen und Herren, vom Endenergieverbrauch sind wir nicht mal bei 2% mit Ihren Windrädern. Das ist unlauter, wie Sie den Menschen hier Sand in die Augen streuen. Da möchte ich Sie mal bitten, das nächste Mal mal deutlich ehrlicher hier aufzutreten. Und Ihre Klimaschutzbilanz, ich muss mich ein bisschen ranhalten, weil Ihre Klimaschutzbilanz ist doch erbärmlich. Ihr eigener Energiebericht aus der Vor-Corona-Zeit sagt,
dass der CO2-Ausstieg um 200.000 Tonnen gestiegen ist 2019, nicht gesenkt worden. Er ist sogar noch gestiegen nach 7 Jahren grüner Regentschaft in Umwelt, Klima und Energie. 200.000 Tonnen plus, sehr geehrte Damen und Herren, in Ihrem eigenen Bericht direkt nachlesbar. Da ist viel zu tun. Ich habe Ihnen ja in der letzten Plenarwoche gesagt, wo die Handlungsoptionen sind. Gehen Sie in die Wasserstofftechnik. Gehen Sie diesen Weg mit. Modernisieren Sie die Industrie, die Mobilität. Machen Sie das Gleiche wie die Japaner, wie Brüssel es vorschlägt, wie die Amerikaner mittlerweile machen. Hören Sie auf, an Ihren Windrädern festzukleben. Gehen Sie den Weg der Zukunft mit dem Klimaschutz. Der ist nämlich dann auch erfolgreich. Und den kann man mitgehen, sehr geehrte Damen und Herren. Und ich will noch mal nur ein paar Sachen aufrufen, die ich für wichtig halte, die auch in Ihrer Regierungszeit total untergegangen sind, die bei uns in den Einzelplänen auch eine Rolle spielen werden. Das eine ist die Betreuungsgarantie der Grundschulkinder. Die ist ja in Berlin von dem Ministerpräsidenten mal so abgeräumt worden. Eine zentrale Frage für die Eltern. Matthias Wagner weiß das mit Sicherheit. Die Betreuung an den Grundschulen war doch auch ein Thema bei Ihnen. Da müssen wir mehr kommen. Da brauchen wir den Rechtsanspruch. Da muss investiert werden. Wie konnten Sie da dabei stehen, das einfach abräumen? Und da muss doch zumindest hier in Hessen eine Antwort kommen. Es gibt Bundesländer, die haben das selbst geschuldet. Und da müssen wir mitgehen, weil wenn in 5 Jahren dann irgendwas kommt, wir müssen doch den Kommunen Zeit geben, sich vorzubereiten. Und wir müssen sie finanziell unterstützen. Und am besten früher als später, sehr geehrte Damen und Herren. Und mir blutet das Herz, wenn ich das Thema Integration in dieser Landesregierung noch sehe. Integration ist eine hervorragende, wichtige Aufgabe in unserem Land. Wir sind eine bunte Gesellschaft mit vielen Lebenswelten. Und wir wollen, dass das gute Staatsbürger sind, dass die Menschen, die hier zu uns kommen, eine gute Aufnahme haben und dass sie etwas leisten können, dass sie ankommen, dass sie Chancen haben. Integrationspolitik. Wir haben das erste Integrationsministerium gehabt. Wir haben den ersten Integrationsminister in Hessen gehabt. Das ist alles untergewühlt und ist einfach weg bei Ihnen im Ministerium. Und jetzt haben Sie auch noch die Ausländerbeiräte systematisch geschwächt. Was ist aus der Integrationspolitik in unserem Land geworden? Eine der wichtigsten Aufgaben in so einem multikulturellen Land, wie es eben nur Hessen ist, sehr geehrte Damen und Herren. Null Ansage, gar nichts. Herr Rock, bitte letzter Satz. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, jetzt habe ich einen Anfängerfehler gemacht. Ich habe am Anfang zu viel auf andere geantwortet und komme jetzt mit meiner Haushaltsrede am Ende leider nicht mehr an den einen oder anderen schönen Punkt. Das ist sehr schade. Ich hatte ein bisschen mehr Redezeit vom Ministerpräsidenten erhofft, hat es leider woanders platziert, sehr geehrte Damen und Herren, wenn man sich auf den Ministerpräsidenten hier verlässt. Ich will nur eins noch zum Abschluss sagen, sehr geehrter Herr Präsident. Bitte wirklich letzter Satz, Herr Rock. Ein Land, das in die Zukunft gehen will, die braucht Führung, die braucht Geschlossenheit und sie braucht auch Vertrauen. Vertrauen erzeugt man durch Transparenz, die fehlt. Geschlossenheit, indem man vernünftig und respektvoll miteinander umgeht, die fehlt. Herr Ministerpräsident, nehmen Sie endlich die Führung der Regierung wieder, marschieren Sie vorne weg und nehmen Sie das Team da mit, irgendwie, damit Hessen weiter nach vorne kommt. Sehr geehrte Damen und Herren. Danke sehr, Herr Rock. Sie haben die Stimmung wahrgenommen. Eine Verlängerung Ihrer Redezeit war hier im Haus nicht durchzusetzen.